Hallo, liebe Zuschauer zu Gartenzeit TV, zu unserer ersten Sendung in diesem Jahr. Am Anfang des Jahres ist natürlich noch nicht so viel zu tun. Da können wir uns den Werkzeugen zuwenden und es ist ganz wichtig, dass wir unsere Werkzeuge auch pflegen, denn schmutziges, rostiges Werkzeug ist kein gutes Werkzeug. Und ich möchte euch heute zeigen, wie man Gartenscheren schleift und säubert. So, bevor wir beginnen, möchte ich euch erstmal zeigen, was wir hier heute noch alles vorbereitet haben. Bevor wir beginnen, brauchen wir natürlich folgende Sachen. Also, ich habe hier eine kleine Schale mit Wasser. Dann habe ich natürlich unsere Gartenschere hier. Dann habe ich einen kleinen Maulschlüssel. Dann haben wir noch einen Kreuzschlitzschraubenzieher oder Schraubendreher in dem Fall. Ein Lappen, dann habe ich hier noch so ein, das nimmt man eigentlich zum Topf reinigen, so eine Metallspirale, dann noch ein Küchentuch, ein ganz wichtig, einen groben Wetzstein, gedacht eigentlich für Sensen, aber für den groben Dreck nehmen wir erstmal den Wettstein für die Sense. Und dann gibt es noch einen anderen Wettstein, der hat zwei Teile. Auf der einen Seite ist er etwas feiner und auf der anderen Seite etwas grober. Den brauchen wir auch. Ja, und dann haben wir soweit alles und wir können loslegen. Als erstes nehmen wir unsere Gartenschere und montieren den Amboss bzw. die Schnittfläche von dem Schaft ab mit Hilfe des Schlitzschraubenziehers oder auch des Maulschlüssels. Mit dem groben Schleifstein, der eigentlich für Sensen gedacht ist, reinigen wir nun die Schnittfläche bzw. den Amboss von dem größeren Dreck. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Schleifstein immer feucht ist. Das heißt, ich tunke ihn einfach mal in diese Wasserschale. Jetzt kommen wir zu unserem feineren Schleifstein und dem eigentlichen Schärfen der Schere. Dabei ist zu achten, dass wir das Schnittblatt sozusagen nochmals an den Schaft anschrauben, um einen besseren Halt zu haben und uns nicht zu verletzen. Wenn wir das gemacht haben, dann werden wir in kleinen kreisenden Bewegungen einmal bei der glatten Fläche gegen den Uhrzeigersinn und bei der gewölbten Fläche im Uhrzeigersinn. Thank you.
Wenn wir soweit das Blatt geschärft haben, wischen wir es nochmal sauber ab und trocknen es ab. Und dann werden alle Teile wieder zusammengeschraubt und die Feder in der Mitte kann natürlich dann nochmal geölt werden. Und natürlich wollen wir auch sehen, ob die Schere schneidet. Dazu habe ich hier die Berliner Morgenpost mit der Frau Antje von der Grünen Woche und wollen noch mal gucken, ob wir die Zeitung gut schneiden können. Ja, es sieht ganz gut aus, also ich hoffe, man sieht's. Die Morgenpost, die ist also nicht zerrissen, sondern gut angeschnitten. Die Schere ist scharf. Und Frau Antje ist noch ganz, sie lacht mich an. Naja, gut, schnell weg, ne? Okay, das war's also auch schon für heute. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr das nächste Mal dabei seid, wenn es wieder heißt Gartenzeit TV. Bis dahin, tschüss!